Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen LS22 in Spruce Mountain Farms. Ja, neue Aufnahmesession, aber immer noch auf demselben Feld. Ich habe jetzt gar nicht so viel gemacht seit der letzten Folge. Aber ich habe noch eine kleine Anregung bekommen, die allerdings nicht so ganz funktioniert. Und zwar wurde mir gesagt, dass es ja auch wieder vom Pumuckl, und bei ihm hat es bestimmt auch funktioniert, dass man über Curseplay ja genauso abfahren kann. Und ich habe das jetzt versucht, aber er macht nichts. Und kann natürlich sein, ich habe das aber auch schon einmal versucht in einem anderen Speicherstand, jetzt gerade eben mit dem Motherbin direkt im Feld oder am Feld. Auf jeden Fall, wenn ich hier jetzt sozusagen über Curseplay bei dem die Entlade-Drescher-Funktion nutze, ne, die ist auch auf dem Feld, das passt alles soweit, und aber er macht nichts. Er bleibt einfach stehen. Ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher, woran es denn liegen könnte. Es könnte natürlich irgendeine Curseplay-Einstellung sein. Es könnte Fahrerlohn, Benutzer-Expertenmodus, zeige alle Kurse, Spielermaus, bevorzugestellten Feldrand, Distanzeinheit. Ne? Hier kann ich jetzt nichts weiter einstellen. Und Fruchtumfahrung könnte man jetzt hier auch deaktivieren, sicherlich, aber ich lasse das mal alles noch drin. Feld. Ja, es gibt nichts, was ich jetzt. Okay. Was sagt er jetzt hier gerade? Irgendeine Meldung bringt er hier. Hier sind zwei Sachen, die ein bisschen. Irgendwas mit Vehicle Position. Sieht er das? Also die Theorie sagt, auch hier, er will den Drescher ansteuern. Aber irgendwas hat er hier mit der Vehicle Position. Incorrect oder irgendwas. Hier steht irgendeine Controlled. Projected Position. Ich bin mir nicht sicher, weil hier zwei Texte sich überlagern. Ansonsten hat er das schon verstanden, was ich will, ne? Und Hilfe bevorzugt erstellt. Pathfinder-Einstellung. Okay, wisst ihr, was wir hier machen? Wir fahren den mal an den Rand. Und dann soll der mal. So. Ich könnte jetzt natürlich auch noch Zielposition irgendwie komisch angeben, aber ich glaube, dass das für mich jetzt nicht relevant ist. Ah, hat jetzt hier einen Weg zum Feld. Also er reagiert. Er macht irgendwas. Aber. Also er hat verstanden, was seine Aufgabe ist, aber er macht's nicht. Ja. Oh ja, er berechnet und will ihn anfahren, aber fährt ihn einfach nicht an. Okay, das ist ein bisschen schade, ne? Denn ansonsten wäre das eine richtig, richtig coole Geschichte. Aber das nützt mir nichts, wenn er das, selbst wenn er das jetzt einmal macht. Er fährt jetzt halt zu der Zielposition, ne? Das ist jetzt sozusagen der Punkt. Das kann sein, dass er da entlädt. Aber das macht er dann halt einmal, ne? Ich weiß auch nicht, ob er danach den Motherbin findet, ne? Das ist dann das zweite Problem. Genau, jetzt sehen wir nämlich, hier hat er jetzt einmal die Point Waypoint. Ich verstehe nicht, was hier steht. Das ist für mich tatsächlich gerade ein bisschen. Das kann man einfach nicht lesen. Ja, also. Ich würde die Funktionen in Curseplay wahnsinnig gerne nutzen wollen, aber irgendwie ist es noch buggy und ich weiß nicht, woran es hängt. Kann natürlich auch sein, dass es irgendein
Teil eine Einstellung mit dem Drescher zu tun hat, ne? Ich kann ja im Drescher auch vielleicht noch ein bisschen was einstellen. Wir machen mal den Debug. Ah, der ist hier an, ne? Aber auch er. Relevant Node. Projected. Controlled Relevant Node. Projected Vehicle Position. Okay. Also ich habe keine Ahnung, was er mir damit sagen will. Auf jeden Fall beim Entladen stehen bleiben. Strohablage aktiviert. Sucht sich einen Anhänger in der Nähe des Feldes, um dort selbstständig abzutanken. Das nützt mir aber nichts. Der Drescher soll ja abgetankt werden, ne? Ich will ja nicht, dass der Drescher selber jedes Mal wegfährt. Das wäre echt doof. Von daher, hier brauchen wir auf jeden Fall keinen Debug. Und er hier. Oh. Oh, Start, Ende, Kraftsportbahn. Also, ihr merkt schon, es ist irgendwas hier. Machen wir aus. Von daher fahren wir ganz normal unseren Kram fertig. Er soll hier den Drescher abtanken. Seinen Pfad berechnen. Und dann den Drescher abfahren. Und er soll dasselbe machen, denn er wird dasselbe Problem haben. Ne? Auch hier können wir nochmal ganz kurz reingucken. Ich gehe davon aus, dass der Debug dasselbe sagt. Okay, ne? Auch hier, ne? Er hat einen Kurs gefunden zu einem Drescher da hinten irgendwie. Aber er macht es halt nicht, weil doof. Ich habe keine Ahnung. Also hier gerne nochmal auch dankbar für irgendwelche Tipps. Wir tasten uns ran. Das funktioniert echt gut. Ich bin echt happy mit der ganzen Geschichte, wie wir das hier machen und gelöst kriegen. Und das macht auch ziemlich viel Spaß, da gerade dran rumzuwurschteln und uns da irgendwas draus zu basteln. Vielleicht noch eine kleine Information am Rande. Ist natürlich auch, ne, wieder durch die Kommentare richtig. Ich brauche natürlich eigentlich keine zwei Vorgewände, ne? Ein Vorgewände würde auch reichen. Dann hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Arbeit. Und ja, ist schon okay, so wie es ist. So, und das Zweite, das war mir aber auch schon klar. Wir brauchen eigentlich noch ein. Lohnt sich das hier überhaupt noch? Ja, ich glaube schon, dass sich das lohnt. Wir brauchen noch einen dritten Abfahrer. Und da würde ich natürlich auch wieder ganz klassisch, so wie wir es die ganze Zeit jetzt schon machen, unseren Fan hier nehmen. Natürlich mit der Konfiguration wie bei den anderen auch, ne? So Breitreifen, Gewichte etc. etc. Ob wir die ganzen Fahrzeuge so behalten, ich stelle ich mal jetzt noch in Frage. Aber wir werden den auf alle Fälle so mieten. Oh, was das kostet. Also, ne, wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass sich das hier rechnet, die ganze Aktion. Aber darum geht es gar nicht. Es soll einfach ein bisschen Spaß machen und es soll natürlich ein bisschen zeigen, was man vielleicht alles kann, ne, in dem Spiel hier. Und was schon möglich ist. Ich habe im Übrigen jetzt geupgradet auf die 2.0.1.0-Version im Autodrive. Und hoffe, so was haben wir hier jetzt? Feld 5 Süd und dann Feld 05 MB. Okay, das war genau ihn hier. Jetzt auch auf das Feld schicken. Und dann geht das hoffentlich noch ein bisschen schneller von der Hand. Richtig cool fände ich es natürlich. So, können wir mal gucken? Hof, Hof, nee. Also, Wäscher. Feld 05 Süd. Und abladen in Feld 05 Matterbin. Genau. So sollst du jetzt loslegen. Das kann er jetzt einmal machen. Genau, sehr schön. So, und jetzt können wir mal schauen. Wir haben nämlich hier oben noch das nächste Feld, das ist Feld 6. Da können wir jetzt unseren nächsten Drescher noch hinschicken. Das kann er machen. Da brauchen wir jetzt kein großartiges Theater. Und ich hätte nämlich noch eine Ergänzung, die ich glaube ich ganz. Mal gucken. Ich bin mir gerade unsicher, ob das, was in meinem Kopf gerade vorgeht, sinnvoll ist. Aber
Aber hier ist auch was los, ne? Auch das Verdichten, muss man sagen, klappt echt gut mittlerweile. Nur die Frames, die droppen gerade wie die Hölle, weil wir gerade so viele Fahrzeuge gleichzeitig hier haben. So habe ich mir das vorgestellt. Nee, aber ihr seht, das Silo sieht auch schon richtig, richtig gut verdichtet aus. Funktioniert auch manuell alles richtig, richtig schick. Na, erstmal ausklappen. So. So, nehmen wir natürlich gleich hier am Rand noch ein bisschen was mit. So, und der kriegt jetzt natürlich auch einen schönen Kurs. Und zwar kriegst du jetzt den, nee, keinen temporären Kurs, den kann man rausflacken. Und zwar ist das Feld 6 hier oben, wenn ich mich recht entsinne. Feld 6, genau. Und wir wollen Feld 6 natürlich auch abernten. Heißt also Feld 6 ernten 12 Meter, genau, aktivieren. So, und du bist 01, 05, 06, genau, da kannst du sozusagen am ersten Wegpunkt schon mal loslegen. Und jetzt wäre natürlich noch die spannende Sache. Lass uns mal den hier nehmen. Ich bin gerade am. Wir können auch ihn hier nehmen. Er hat jetzt Feld 05 Süd eingestellt, ne? Ich den jetzt auf Feld 1 dann schicke. Ist eigentlich wurscht, wo der Punkt ist, oder? Er fährt jetzt immer zu dem Punkt. Er hat dann halt einen weiteren Weg. Das könnte man mal machen und dann nehmen wir sozusagen. Ey, das ist doof, das ist doof. Wir lassen den so, wie er ist. Er soll sein Feld Süd haben und dann passt das schon. Genau, dann kann er nämlich, weil hier haben wir viel zu tun. Ne? Die Kleinen, die müssen viel öfter abgetankt werden mit den drei Traktoren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir ihm hier sagen, also den müssen wir auf alle Fälle erstmal anmachen. Das fehlt noch. Ja, der hat ja jetzt noch ein bisschen was im Korntank drin. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass wir sagen, dass wir den Entladepunkt, das können wir mal temporär einfach probieren. Das war, boah, den Entladepunkt. Das können wir, glaube ich, nur nicht mit ihm machen. Da brauchen wir irgendein anderes Fahrzeug. Ich glaube, mit dem müsste es gut funktionieren. Das war mal einen temporären Ordner machen. Und in dem temporären Ordner schmeißen wir uns jetzt zwei Felder rein. Und zwar einmal. Wie klappt das überhaupt, wie ich mir das vorstelle? Nee, dann müsste er einmal Drescher abtanken. Nee, vergesst, was ich gesagt habe. Das macht alles keinen Sinn gerade. Das ist totaler Quatsch. Ich wollte irgendwie versuchen, die beiden Sachen so miteinander zu kombinieren, dass vielleicht der obere Drescher da und dem unteren Drescher da auch irgendwie ein bisschen rankommt. Aber das ist gerade totaler Blödsinn. Deswegen lassen wir das auch einfach weg. So, ich glaube aber, dass wir ihn hier zurückgeben können mal. Wenn wir einmal hier stehen. Das heißt, die Forstmaschine auswählen und zurück. Den T-Rex, den brauchen wir aktuell nicht mehr. Und dann können wir mal zumindest ganz kurz noch einen kleinen Blick hier in die Gebrauchtfahrzeuge reinschmeißen. Reinwerfen. Wo gerade. Achso, okay. Deswegen hat das gerade nicht funktioniert. Und da gibt es einen kleinen Vario, einen großen Steinsammler. Könnte man jetzt kaufen, wenn man das wollte, aber nö, glaube ich nicht. Ich glaube, wir lassen den einfach mal oben ernten. Den 12 Meter Drescher, der soll mal seinen Kram ernten und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. Die sammeln hier auch noch fleißig, ne? Wir sind ja eigentlich gerade hier unterwegs. Ja, dadurch, dass das zwei Fahrzeuge sind, ist immer ein Fahrzeug davon ein bisschen weiter vorne unterwegs, ne?
17 km/h. Warum bist denn du so langsam? Und mal gucken, ob das... War trotzdem nicht schneller als 17, weil er das Fahrzeug anhat. Ja. Der schnallt das sozusagen gerade nicht, dass da hier gar kein Gras liegt. Deswegen dauert das ein bisschen länger, aber es ist okay, weil wir haben ja die Zeit. So. Hier müsste es, denke ich, auch gleich weitergehen, sobald er das hier gefressen hat, dass er fertig ist. Naja, hier gibt es wahrscheinlich jetzt so ein kleines Kurspunktproblem. Er will nämlich jetzt einmal, aber wie gesagt, das kann ich gerade nicht beheben. Es klappt aber noch, es ist noch gut, er kommt noch gut hoch und jetzt kann er nämlich wegfahren. Denn er will immer zu den letzten Punkt kommen. Und das ist, glaube ich, das, was letztens auch gemeint war. Ich müsste hier auf alle Fälle an den Punkten nochmal ein bisschen rumbasteln. Und ich glaube, dass er jetzt gleich problemlos losfahren wird. Genau, und jetzt will er hier nämlich weiter verdichten. Und also das funktioniert schon alles sehr, sehr schön. Es ist sehr performance-lastig, das merkt man. Also, dass wir jetzt so viele Fahrzeuge hier am Rummehren haben, ist echt eine krasse Geschichte. Gehen wir in den Flugmodus. Gucken wir mal den Modus an, das finde ich, glaube ich, ganz cool. Und dann können wir mal gucken, wie hier alles rumfährt. Ne? Hier drüben haben wir ein Fahrzeug. Hier auf dem Feld, der sammelt ein. Und die sind alle aktiv. Da oben, der wird blockiert. Ist das er hier? Nee, ist er nicht. Welcher von den Fahrzeugen wird gerade blockiert? Wird nicht mehr blockiert, okay. Ist schon echt cool, ne? Also mir gefällt das richtig gut, wie wir das hier lösen. Und ich finde, es geht auch relativ schnell, ne? Dadurch, dass halt so viele Fahrzeuge, ihr müsst ja sehen, ne? Es werden jetzt die ganze Zeit, werden hier jetzt gerade 3 mal 8,5 Meter abgemäht. Und das sind halt unterm Strich 25,5 Meter, die der jetzt einfach vielleicht durch den, na, sagen wir 24. Wir nehmen mal 3 mal 8, denn ein bisschen Versatz gibt es ja auch immer noch. Ah, jetzt fährt er hier sozusagen. Boah, da will er richtig weit rückwärts jetzt wahrscheinlich fahren, um sich entladen zu können. Das wird nicht funktionieren, Freund, so wie du das denkst. Das ist nochmal eine spannende Kiste. Aber ansonsten macht er das da gerade ganz gut, ne? Will sich hier auf die Nachbarspur stellen? Na klar, macht natürlich Sinn. Er kann jetzt hier nicht weiter. Da kommt der nächste angefahren. Ach, ich könnte jetzt stundenlang zugucken, Freunde. Das ist so spannend. Ich finde, man lernt halt auch wahnsinnig viel daraus, ne? Okay, den da hinten, wie gesagt, den kriegen wir gerade nicht abgeerntet. Wäre eigentlich ganz cool, wenn man da noch irgendwie... Wir mieten vielleicht doch mal noch einen kleinen... Haben wir nicht noch irgendeinen? Ne, die sind auch drei. Drei von den Abfahrern sind da unterwegs. Hm. Wie weit ist denn er hier? Er fährt jetzt im Vorgewende rum. Ja. Okay, und dann ist der fertig. Ich glaube, ich würde hier oben einen von denen mal rausnehmen aus der Geschichte. Vielleicht nehmen wir einfach ihn hier raus. Und schnappen uns da nochmal einen Wagen zum Abfahren. Der hat eh gerade nichts drin. Ja, von daher ist das alles schick. So. Heißt also einmal zurück zum Hof mit dem Kollegen. Und dann werden wir nämlich den Ladewagen da einfach erstmal kurzerhand abparken. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn wir das so machen, funktioniert das sicherlich auch öfter. Und ich habe richtig, richtig Lust drauf, irgendwann da drüben ein großes Feld zu machen und da nochmal eine richtig krasse Aktion zu starten. Wenn das so gut klappt, auch mit der Silage, boah, das ist schon, ich bin sehr glücklich. Also ich
Nachdem das erste Mal so ein bisschen schief ging, war ich ein bisschen hin und her gerissen. Aber jetzt bin ich schon echt happy, dass das gerade so klappt. Ich bin mir gerade nicht sicher, haben wir überhaupt einen Anhänger? Ne, ich glaube nicht, ne? Weil wir durch den LKW... Durch den LKW... Ich finde, ein kleiner Anhänger wäre schon ganz cool, ne? Warte mal bitte. Richtung Shop. Muss kein Riesenanhänger sein, aber irgendwas in der Richtung. Ne? Also die Rudolf sind ja auch immer ganz nett, aber die haben halt auch plus 18 Kubik. Ich hätte irgendwie wenigstens so 30 Kubik, 37,5, aber ich weiß nicht, ob das von der Höhe mit dem Drescher passt. Das ist dann auch noch so eine Sache, ne? Hier geht noch alles rein. Aber das ist eher so ein Miststreueraufbau. Das will ich eigentlich auch nicht. So, und das waren die anderen. Die haben mir jetzt nicht so gut gefallen, die Multi-Trailer-Packs. Die ließen sich echt doof entladen. Genau, und hier haben wir den ganzen anderen Krempel. Also, ich würde sagen... Hm, 40 Kubik, der Fliegel. Ist aber auch so hoch, ne? Wenn man die Seitenwände runter macht, geht's wahrscheinlich. Das wäre jetzt eine Option. Und der ist ohne Seitenwände wahrscheinlich nicht ganz so hoch. Wie viel hat denn der hier? 37,5? Wieso steht denn da 20 bis 37,5? Auch irgendwie doof, ne? Und den hier? Der hat auch 34 Kubik. Wisst ihr was? Wir nehmen mal den Fliegel. Wir gucken mal, wie das wird. 40 Kubik. Genau. Das passt schon. Den werden wir jetzt mal so nehmen. Mieten. So. Im Endeffekt ist der auf jeden Fall nicht höher als die LKWs. Und mit den LKWs müsste man ja auch gut abtanken können. Deswegen, ich habe den auch noch nie gehabt. Das ist mal was Neues. So, und der kann jetzt sozusagen Drescher abtanken am Feld 10506. Und genau. Und wir schütten das alles. Der kann das aber normal ins Silo fahren. Da gibt es jetzt für mich keinen Grund, warum der irgendwie einen riesengroßen... So, das ist nicht unter Standard, das ist unter Hof. Und Silo A abladen. Sehr schön, genau. Und dann sollte er das hinbekommen. Und dann haben wir auch keinen Stress. So, die hier entladen noch fein. Ich finde aber tatsächlich, dass das auch jetzt hier mit den drei Abladepunkten passt. Ja. Also das ist okay, so wie das jetzt hier läuft. Wir könnten die aber trotzdem... Das ist ein Bunkersilo 1R. Müssten wir nur noch mal einen anderen Ordner einstellen. Das können wir mit ihm mal machen. Genau, er hat jetzt sozusagen ja kein Autodrive an, deswegen kann man hier ganz gut arbeiten. Und können hier im Edit-Mode sozusagen nochmal Bunker-Silo einstellen. So. Und da okay. So, und hier ist jetzt der Punkt, das kann ich nämlich auch nochmal kurz. Da können wir sagen, dass er hier im Bunkersilo 001, genau, hat er ja eingestellt, rotierend B und Entladen auf nur Entladen stellen. Genau. Anwenden. Und dann müsste er theoretisch eigentlich das Bunkersilo quasi die Position immer wechseln.
von der 1001R auf die 001. Dann, wenn er das einmal entladen hat, geht er auf die L. Und so funktioniert das Prinzip, weil er dann nämlich bei dieser Einstellung immer quasi alle im Ordner durchrotiert. Okay, muss man aber überprüfen, das bleibt nämlich pro Fahrzeug gespeichert. Okay, das ist er hier. Und bei ihm müssten wir jetzt dasselbe einstellen. Rotierend, B und entladen. Und auch wieder auf Anwenden klicken und dann sollte das schon klappen. So, hier wird einer... Okay, das ist mal richtig cool. Das sieht mal richtig, richtig schick aus. Ist schon echt eine coole Kiste. Okay, na, die sind jetzt hier fertig, von daher. Das sah sehr witzig aus. Okay, machen wir einmal hier. Nicht hier noch? Ne, er ist noch an. Er ist noch im Modus. Der andere ist nur voll, oder? Ja, der andere ist voll. Jetzt kommt hier sozusagen der nächste noch ran. Das geht jetzt echt schneller als gedacht. Eigentlich echt, also selbst mit, also mit drei Dreschern ist das Feld eigentlich gefühlt zu klein. Also ich glaube, mit zwei Dreschern geht das gut, aber dafür ist einfach das... Boah, ich weiß gar nicht, ob wir die behalten sollen. Also, um ehrlich zu sein, hätte ich schon mal Bock, noch so eine Aktion zu machen. Aber so viele Drescher... Eigentlich will ich gefühlt alle Fahrzeuge behalten und das gerne noch mal irgendwann wiederholen, diesen ganzen Prozess. Aber ich glaube, alle Konsolenspieler fühlen sich gerade so richtig schön verarscht. So. Was habt ihr jetzt für Schmerzen? Na, ich meine, ich glaube, er will den anderen ansteuern und deswegen... Oh, 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 oh. So wird das nichts, Freunde. Mit allen Traktoren, aber wisst ihr, was wir für Mietkosten haben, wenn wir den ganzen Kram behalten? Da müssten wir echt im Jahr ein bisschen mehr umsetzen. Nee, das ist ein bisschen too much. Also wir werden die Drescher, wenn die leer sind, werden wir die erstmal zurückgeben. Ich plane so eine Aktion gerne nochmal zu wiederholen. Ich glaube aber auch, dass der kleinere Motherbin dafür reicht. Ich finde, das ist ein cooles Prinzip, auch mit den kleinen Überladewagen und so, aber dafür brauchen wir erstmal noch ein bisschen mehr Kohle. Ja? Ist halt die Frage, ob wir uns doch die Getreidemühle kaufen und doch ein bisschen weiterverarbeiten, denn die Weiterverarbeitung bringt ja auch ein bisschen Geld. Ne? Das ist fertig, können wir auch an den Rand stellen und dann kriegt der andere den letzten nämlich noch abgetankt. Kompanie, halt! Okay, die aus. Und auch die Cosplay-Kurse brauchen wir jetzt nicht. Ist auch durch, den kann man auch weggeben, auch erstmal rüberstellen. Wir haben ja 20, 40, 60, also was wir hier ausgegeben haben, das ist schon echt krass für die Aktion. Also das müsste man eigentlich noch viel, 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 viel mehr machen. Also wenn wir sowas wieder machen, dann brauchen wir wesentlich mehr Felder, die wir damit bewirtschaften können. Und ich bleibe aber auch trotzdem ein bisschen dabei, wir müssen erstmal uns dann um unseren Hof kümmern. Denn so gerne ich hier ein bisschen mehr noch Kohle machen wollte. Es ist halt einfach wichtig, dass wir da an der Stelle nochmal... Ja, dass wir an der Stelle einfach nochmal ein bisschen was für unseren Hof tun. Denn das... gehört einfach dazu, bevor wir die ganzen Fahrzeuge einstellen und so. Und da müsste man ja auch noch mit den ganzen Parkpositionen und den ganzen Kram spielen. So, er ist jetzt auch leer. Okay, perfekt.
So, dann entladen wir den restlichen Punkt, beziehungsweise gehen wir auf weiter. Dann soll er seinen Pfad berechnen und noch den letzten Kram rausschmeißen. Ja, und wir können uns, während jetzt die letzten Steps hier gemacht werden, nochmal ganz kurz darüber unterhalten, wie es denn dann jetzt nun weitergeht. Also, wir sind jetzt hier auf den Feldern erstmal durch. Ne? Auch das Feld hier oben sollte eigentlich... Der Drescher fährt auf jeden Fall weiter. Er, genau, ist hier schon fleißig am Abtanken. Das können wir mal gucken. Genau, da ist jetzt schon ein bisschen was drin. 12.000 Liter hat er sozusagen schon mal erledigt. Okay, setzen wir uns mal in den Drescher und gucken mal zu, was er hier so reißt. Ja, das sieht alles ganz schick aus, deswegen die letzte Spur hier auch noch. Und dann haben wir sozusagen die Felder abgeerntet, alle beide. Wir haben die Grasfelder abgeerntet. Die sind noch dabei, die letzten Schwaden einzusammeln. Sagt man Schwaden? Ja. Ja, muss entladen werden. Schön, danke. Also der hat noch ein bisschen zu tun. Das Einladen ist echt... Ich könnte mir vorstellen, nochmal der Ballenwickel-Kombi eine Chance zu geben. Denn ich glaube mittlerweile, dass im 2-1-0er das funktioniert. Das können wir ganz gerne nochmal... Oder beziehungsweise das gucke ich mir nochmal an. Testen werden wir es jetzt nicht, denn das ist mir zu umständlich, mit dem Speicherstand dann nochmal rumzubasteln. Von daher würde ich da einfach nochmal schauen. Wo sind eigentlich die anderen Fahrer? Das ist er. Genau, 8280 TTV, weil hier gerade gar nichts los ist. Genau, hier kommt ein kleiner. Genau, der muss entladen werden. Das ist unser LKW, das ist ein TTV, der muss auch entladen werden. Aber einer von den habe ich bloß hier rübergestellt, ne? Achso, ja, einer ist jetzt sozusagen hier unterwegs und fährt den Drescher ab, genau. Das haben wir ja gerade eben schon gelöst. Das heißt, wir haben ja eh bloß nur noch zwei hier an der Stelle. Und das heißt, dass hier auf dem Feld noch ein klein wenig was zu tun ist, wobei hier kein Vorgewende mehr zu fahren ist. Das wurde ganz am Anfang gemacht. Und damit haben wir hier auch nur noch... Genau, hier ein bisschen Schwad. Und hier liegen noch ganz paar Bahnen rum. Also das ist schon auf alle Fälle noch ein bisschen Gras, was wir da zusammen bekommen. Und ich denke, wenn ich mir das so angucke, ja, 2,4 Millionen. Ich weiß gar nicht, wie viel Silage waren das beim letzten Mal. Ich habe das nicht mehr im Kopf, aber ich gehe davon aus, dass wir hier auf alle Fälle noch 300... Also, dass wir 3 Millionen zusammenbekommen. Das wäre eine schöne Sache für diese Geschichte. Ne? Und da ist auf alle Fälle, genau, also die BGA, die ist auf alle Fälle Mode. Und ich bleibe auch dabei. Ich denke, wir sollten ein bisschen was für die Drescher trotzdem lassen. Also nicht nur Silage, auch wenn das momentan gerade gut funktioniert. Wir haben hier frühere Ernten Raps, Weizen. Und das ist wahrscheinlich auf Feld 6 ähnlich. Ich glaube, die Felder liefen immer parallel. Ne, Raps, Weizen. Und jetzt können wir aber nochmal hier kurz gucken. Das ist ja alles sozusagen jetzt Grünland gewesen. Zweimal Gras. Und da schauen wir noch einmal kurz im Saatgutkalender und in den normalen Kalender rein. Ne? Also ansehen könnte man jetzt Gras oder Raps. Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir sagen... Wir machen Raps auf die Grasfelder, oder? Denn, also folgendes. Macht man das raus, genau. Brachland ist eigentlich auch irrelevant, aber haben wir nicht. Genau. So, bei Raps-Weizen... gibt es jetzt nicht so viele Optionen. Raps würde nichts bringen, ne? Und Weizen bringt auch nichts. Also wir können auf die Felder idealerweise... Ah, das ist nicht so wirklich cool, ne? Also wir könnten Gerste anbauen. Hafer wäre gut, aber Hafer ist erst im nächsten Jahr. Mais, Sojabohnen, Kartoffeln. Ja,
Gerste. Ah ja, gut, wir haben die schon ganz schön jetzt geschöpft, ne? Die Felder. Deswegen ist ja jetzt nach der Weizenernte echt nicht so sehr viel los. Das heißt, wir können uns jetzt ein bisschen Zeit lassen mit der Bearbeitung. Ich will ehrlich gesagt das Feld jetzt nicht komplett runterwirtschaften. Von daher bleibt uns nicht viel, ne? Es bleibt ja nur Gerste oder Weizen. Also eigentlich müssen wir dann vermutlich Gerste anbauen. Ne? Gerste 105 und Gras wäre jetzt 1,0. Würde auch gehen. Dass wir vielleicht die großen Felder dann doch mit Gras erstmal machen. Denn die anderen Felder. Boah, das ist so umständlich. Ich wünsche mir hier ein Dropdown-Menü. Die haben ja sozusagen Gras, Gras drauf gehabt. Genau, Gras. Und da ist es, glaube ich, fast egal, was wir drauf bauen. Ne? Weizen, Gerste, Raps würde da gut funktionieren. Raps, Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen. Ich glaube, ich möchte da Raps draufhauen. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Das heißt, die ganzen Grasfelder, die wir hier haben, die machen wir alle mit Raps. Und dann überlegen wir uns vielleicht doch nochmal, ob wir vielleicht eine Ölmühle oder so kaufen. Ich glaube, hier steht irgendwo eine. Spinnerei, Molkerei, Ölmühle. Aber will ich da hinterfahren, um jedes Mal diese Ölmühle hier zu befüttern? Wo kann man denn Rapsöl gut verkaufen? Das ist nämlich die viel größere Frage. Bei Fastfood, Johnson's Pharma, Supermarket. Ja, okay, das ist so eine Frage, das müsste man sich dann nochmal überlegen, ob das Sinn macht. Eigentlich habe ich keinen Bock, hier hinterzufahren. Andersrum, wenn wir viel mit Curseplay und Autodrive machen, stürzt mich vielleicht nicht, wenn ich den Kram einmal durchlaufen lasse und wir mit vielen LKWs und Fahrzeugen rumrödeln. Ja, muss man sich dann mal einfach überlegen, ne? Hier oben bei der Getreidemühle bin ich mir ganz sicher, das könnte noch ganz gut klappen. Ja, wir schauen das mal. Ne, also auf jeden Fall BGA, das wird ein Thema demnächst. Und ja, die ganzen Felder hier, alle Mulchen, alle Leerräume. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das mit dem Stroh machen soll. Ich bin ein bisschen ehrlich, ich glaube, das Stroh lasse ich vielleicht liegen. Ich werde da vielleicht ein, zwei Fahrzeuge anwerfen, die hier ein bisschen was einsammeln, bis unsere Scheune voll ist. Aber ansonsten, keine Ahnung. Und ja, dann drehen wir den Spieß jetzt sozusagen um. Hier kommt jetzt überall Gras dann drauf auf die beiden Felder. Das wäre jetzt der nächste Akt hinten Raps. Hoffentlich kann ich mir das merken. So, und damit belassen wir es jetzt aber auch bei der Folge, in der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.